Tja, willkommen bei Teil 2 des Melango-Versteckspiels auf Facebook. Wir hatten eine Zeit lang die Werbung verloren von Sales, Großhandel, Produkt oder wie es nochmal hieß, die wir in Teil 1 beleuchtet haben. Jetzt ist uns was aufgefallen, ein sehr bekanntes Foto, ein sehr bekannter Spruch, Restpostenpaletten waren Sonderpost und Konkurs waren Lagerüberhänge. Was wir nicht von Zalando kennen, sondern eher von Melango. Melango hat mit Zalando mit Sicherheit nichts zu tun. Zalando wehrt sich auch gegen den Zusammenhang mit Melango. Jedenfalls haben wir uns gedacht, okay, wir schauen mal, was hinter dieser Werbung steckt. Theoretisch, unser Proxy-Server ist eingeschaltet, müssten wir ja irgendetwas sehen können davon, was dahinter abläuft. Das tun wir jetzt auch mal. Wir klicken auf die Werbung mit Steuerung Klick. Es öffnet sich ein neues Fenster. Der normale User bekommt dann gleich Zalando. Alles ist in Butter. Ja, die Falle ist scharf, würde ich mal sagen. Denn was der User nicht weiß, ist, dass er in Wirklichkeit hier schon vorbereitet wurde für eine Umleitung. Das heißt also, der Klick hat nichts weiter als einen Get auf Sales Großhandel Produkte, den wir aus Teil 1 kennen. Durchgeführt. Mit 302 wurde dieser HTTP-GET quittiert, also sprich eine Umleitung. Eine Umleitung nach Webmastersplan.com, also sprich eine Werbung, die man dann über Webmastersplan aufschalten kann. Webmastersplan sorgt dafür, dass die Werbung verteilt wird, referenziert wird, also berechnet wird an den Eigentümer des Kontos und anschließend geht es auf Zalando.de. Gut, ist Zalandos Sache, sich damit zu beschäftigen. Wir beschäftigen uns gleich mal mit dem Webmastersplan und mit den Sale-Großhandelsprodukte.de. Sale-Großhandelsprodukte.de, hatten wir gesagt, ist Melango, da schreiben wir Melango zu. Warum tun wir das? www.denik.de. Ist der Registrar für die deutschen Domains und sagt uns, dass die Sale Großhandelprodukte dem Herrn Thomas Wachsmuth der Melango.de GmbH gehört. Jetzt schauen wir mal. Machen wir es, ja doch, machen wir es so. Hier, das sind so ziemlich bekannte Marktplatz für Geschäftskunden und so weiter. Wir gucken mal da einfach ins Impressum rein. Steht jetzt glücklicherweise ganz oben. Früher stand es auf der 14. Seite. Melango.de, Nevestraße. Melango.de, Nevestraße, Chemnitz. So. Das führt uns also nicht nach Zalando, sondern eigentlich mit einer Umleitung. Mit der Umleitung von. Ja, der Proxy-Server ist auch gesprächig. Mit der Umleitung von Sale Großhandelprodukte über den Partners Webmasterplan zu Melango. Jetzt schauen wir uns mal den Partners Webmasterplan an, wo wir dann so lustigerweise hingeführt werden. Ich hoffe, dass er die URL jetzt genommen hat. Ganz schlank nach Zalando. Auch hier können wir mal ganz kurz den Proxy-Server bemühen. Nochmal Webmastersplan, also die URL aus der Weiterleitung entnommen, landen wir bei Zalando. Das haben Sie eben gesehen, dass der Link umsprang. So, hier nochmal ganz genau HTTP GET Partners Webmasterplan quittiert auch hier mit einer 302 eine Umleitung. So, Zalando machen wir mal zu. Webhuis machen wir zu. Das Ganze nochmal ganz langsam. Wir klicken. Können auch hier drauf klicken. Klicken hier drauf und bekommen hier die Umleitung, also 302, Status 302 auf Sale Großhandel und hier die nächste Umleitung von
und Partners Webmasterplan kommen auf Zalando. Es wird spannend herauszufinden, was demnächst sich hinter diesem Link verbirgt. Wir werden es überwachen.